Zu einer weiteren Erklärung zur Abstimmung hat die Kollegin Britta Hasselmann das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich spreche sicherlich auch im Namen vieler Kolleginnen und Kollegen aller anderen Fraktionen, der Fraktion der Linken, der SPD, der Grünen und der CDU-CSU und der FDP, wenn ich sage, wir haben es einfach satt, diese Verächtlichmachung demokratischer Institutionen und des Parlaments, dem stellen wir uns klar entgegen. Und wir haben in den letzten 3,5 Jahren gemerkt, das hat Methode und das ist auch grenzenlos. Es gibt da keinen Anstand, es gibt auch keinen Respekt vor dem Parlament, vor der Arbeit der vielen Abgeordneten hier im Haus, die mit großer Leidenschaft, die mit großer Überzeugung und persönlichem Einsatz ihrer Aufgabe als Abgeordnete, als gewählte Vertreterinnen von Bürgerinnen und Bürgern hier in Berlin und in ihrem Wahlkreis, zu Hause, vor Ort, in ihrer Region, ihrer Arbeit nachgehen. Und dass Sie das mit Verachtung strafen, das sieht man jeden Tag in jeder Sitzungswoche aufs Neue. Und meine Damen und Herren, wir müssen uns da nicht verstecken. Ich kenne viele von Ihnen und ich bin in vielen inhaltlichen und sachlichen Fragen anderer Auffassung als Sie. Aber ich weiß, dass so viele von uns für diese Demokratie, für diese parlamentarische Demokratie sich einsetzen, sich stark machen und ihre Arbeit hier in Berlin tun. Und hören Sie doch einfach auf mit dieser Methode. Wer eine solche Arbeitshaltung hat wie Sie, Brandner, ja, der braucht sich hier vor niemandem, wirklich vor niemandem zu zeigen. Meine Damen und Herren, dies ist ein Arbeitsparlament. Arbeitsparlament bedeutet, heute tagen wir im Plenum des Deutschen Bundestages, so wie immer am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag. Meine Damen und Herren, und selbstverständlich, anders als es die AfD hier weismachen will, sind natürlich die Abgeordneten auch montags und dienstags hier in ihrer Arbeit aktiv. Ob sie das in Videokonferenzen tun von zu Hause aus oder hier in ihrem Büro. Ich weiß nicht, was für eine Arbeitshaltung bei der AfD dahinter steckt, meine Damen und Herren. Anscheinend eine ganz schlechte, wenn man glaubt, die Arbeit einer Abgeordneten bezieht sich nur auf die Plenarpräsenztage. Das ist nämlich nicht der Fall. Kein Wunder, dass wir nur mit schlechten Vorlagen konfrontiert sind aus Ihrer Fraktion, wenn überhaupt eine Haltung erkennbar ist. Wer die Auffassung hat, Plenarsitzungswoche bedeutet Mittwoch, Donnerstag und Freitag, hat was nicht verstanden und glaubt, Abgeordnetentätigkeit sei ein Halbtagsjob, meine Damen und Herren. Und warum 21 Sitzungswochen? Weil klar ist, dass die andere Zeit natürlich auch im Wahlkreis gearbeitet wird. Vor Ort im Wahlkreis Unternehmen, Initiativen, Verbände besuchen, Bürgerinnengespräche machen, hier zu Fachgesprächen kommen, Anhörungen des Deutschen Bundestages, Sachverständigenanhörungen durchzuführen. All das gehört zu unserer Arbeit, genauso wie die Präsenz in Ausschüssen, in Untersuchungsausschüssen. Wenn Sie uns hier im Plenum nicht sehen, dann sitzen wir vielleicht in einem Ausschuss oder in einem Untersuchungsausschuss oder in einer Sachverständigenanhörung. Und all das gehört Kollegin zur Parlamentsarbeit dazu. Und die leisten wir in ganz großer Intensität und Überzeugung in den 21 Sitzungswochen hier. Und die andere Arbeit findet dann vor Ort im Wahlkreis statt. Und das ist richtig und vertretbar. Und deshalb werden wir heute zustimmen, ich auch. Und getragen von allen anderen demokratischen Fraktionen, Kollege, ist dieser Vorschlag für den Sitzungsplan. Vielen Dank.